2.500. Wir sehen könnt, ich bin gerade richtig zimperlich mit dem, was ich wo reinschicke. 1.000, 1.000 geht. 1.000 ist in Ordnung. Okay, das machen wir noch, bevor ich jetzt einen Cut mache bei dem Ganzen. So, wir haben ja ein 10 auf jeden Fall auch mit dabei. Das brauchen wir beim 1.000 auf jeden Fall. Da kann sonst was kommen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, dass du auch was mitmachen kannst. Schießt du mit einem Scharfschützengewehr auf jeden Fall. Das wird funktionieren. Das wird sowas von hinhauen. Wenn wir den Bereich hier unten frei bekommen, bin ich schon mal mehr als zufrieden mit allem. Oh, wir haben sogar... Aussteigen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier unten noch ein bisschen was machen können. Okay, habt eine bessere Idee, habt eine bessere Idee. Sörle. Wie wär's denn, wenn wir mit zwei Stück, so quasi du hier, du und du, raus mit euch beiden. Hopp, 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 hopp. So, ihr geht nach darüber hin. Ihr geht nach dort drüber hin. Und schießt einfach so viel wie ihr könnt. Das passt schon. Genau. Ihr fährt nach da oben hin. Dann fährt ihr wieder nach da hinten hin. Ihr fahrt einfach immer geradeaus, immer hin und her. So lange, bis mal der Großteil von den ganzen Zombies draufgegangen ist bei der Aktion. Das ist nämlich der schöne Vorteil, wenn man in einem Militärgefährt durch die Gegend fährt. So, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. So. Sobald ihr einmal so umgefahren seid, fahrt ihr wieder in die Richtung. Oh, herrlich, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar richtig gut, damit kann ich leben. Wir müssen nämlich jetzt ein bisschen aufpassen, nachdem unsere Leute hier ein bisschen so ein bisschen jetzt abbekommen haben. Es ist jetzt nicht so gut, wenn es jetzt zu lange draußen wären. Ja, da braucht man nämlich wirklich dann einen, sag's mal, ach Gott, ich vergesse einen Krankenwagen oder sowas. So. So, und dann mal wieder komplett hinfahren. Ich würde sagen, so rüber und wieder einmal darüber. Ich meine, sie töten euch gut. Sie schießen, der wohl im Schützturm drin ist, ist in Ordnung soweit, ist mehr als in Ordnung soweit. Könnt nachher ja mal wechseln oder sowas. Evakuierung ist verfügbar. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Alles zusammenschießen und ich hoffe mal, dass ich sonst keinen weiteren kaputt gemacht habe. Das wäre nämlich echt schade drum. Nämlich wirklich schade drum. Oder halt ich denn du? Darüber. Nur bitte einmal nach vorne fahren. Dann wieder einmal hier zurückfahren. Wenn wir mal so einen gewissen Bereich geräumt hätten, könnten wir sie effektiv auch wirklich rauslassen. Aber solange das nicht der Fall ist. Okay, wir können sie an den Eck hinstellen zusammen. Und dann alle gleichzeitig aussteigen. Das wäre noch eine Idee. Das wäre noch eine recht schöne Idee sogar. So, 400 Leute. 400 ist echt viel. Aber ich glaube, wir haben den großen Mega-Ansturm haben wir bereits niedergewalzt. Genau, geht mal beide hier rüber. Ja, geht beide hier rüber. Zu dem Thema. Mal zurückfahren wieder. Weiter zurückfahren. Immer schön weiter zurückfahren. So, einmal so rüberfahren. Einmal hier rüberfahren. Ja, es sind doch noch einige übrig geblieben hier. So, Dankeschön dafür. Und wieder zurückfahren. Dann könnt ihr nämlich als erste mal aussteigen.
Was bestimmt nicht verkehrt ist. Okay, der erste ist draufgegangen. Moment, der erste ist draufgegangen? Okay, Moment, Neustart. Sorry, ich habe nicht gewusst, dass die, wenn die in den Panzern drin sind, direkt noch weiter Schaden nehmen. Das war mir jetzt echt neu. Entschuldigung dafür. Wow, okay, okay, okay. Das ist natürlich ganz und gar nicht gut. Überhaupt nicht gut sogar. Yep, jetzt haben wir nämlich gar nichts mehr. Okay. So, ich bitte darum. Einmal aussteigen. Ja, es sind einfach nur mal da stehen bleiben. Das passt dann schon. Das passt schon. Solange sie den Bereich hier säubern können, ist mir alles sowas von bumsial. Oh je, je. So, wie schaut's denn aus? Sind draußen, die kommen von da drüben. Yep, es wird auch noch geschossen nach und nach. Ah, Einzelvarianten werden immer fallen. Oh je. Ja, das heißt, beim ersten Versuch habe ich einfach mal dafür gesorgt, dass ich zwei Panzer nicht bekomme. Oh je, ich glaube, wir bleiben auf der Ansicht. Wir bleiben sowas mal auf der Ansicht. Ist halt schön, selbst wenn wir nicht direkt treffen, die haben so eine Streuwirkung, dass sie zumindest irgendetwas treffen. Sie kommen zum Glück alle von links momentan. Oh, und der nächste ist abgeschossen. Cheesy, ich bin begeistert. Na, ja, das hat was. Wir können auf die Ferne schießen, wir können so entlang schießen. Er mit seinem Scharfschützengewehr kann hier und dort noch ein bisschen was ausradieren. Das finde ich gut. Das finde ich mehr als gut. Aber wenn wir so ein bisschen helikoptermäßig in alle Richtungen schießen können. Aha. Okay, das heißt, natürlich nicht ganz so schön, dass jetzt alle direkt mal so quasi in der Intensivstation landen. Das war nicht vorgesehen so, das war definitiv nicht so vorgesehen. Aber wir haben vielleicht irgendwo einen Krankenwagen. Haben wir nicht, okay. Haben wir schon wahrscheinlich mal wieder in die Luft gejagt bereits. Wäre nicht das erste Mal. Gerade sagen, das läuft gerade nicht ganz so schön. Das lief auch schon mal besser ab. Definitiv besser ab. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Krankenwagen eigentlich. Da ist links. Hm. Das ist nicht gut, ganz gar nicht gut sogar. Naja, wir müssen nämlich bald zumindest die unteren drei hier irgendwie in den Helikopter rein verfrachter. Wir haben noch so viele übrig. Das ist gerade echt nicht schön. Dann müssten wir circa hier nochmal was machen dafür. So, keine Ahnung warum. Warum sie unbedingt dahin wollen, aber ich sag nicht nein dazu. Oh, Brownie, oh, Brownie. Du siehst nicht gesund aus. Ganz und gar nicht gut sogar. Oje, 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 jetzt müssen wir nachladen, gell? Jetzt müssen wir nachladen. Oje, 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 oje. Okay, die ersten müssen zurück. Brownie, 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 komm mit. Komm mit, komm mit. Put, 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 put,
Brownie, 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 Brownie. Nein. Nein. Okay, vergiss es. Moment, Moment. Neustart. Neustart. Okay. Es wird... Es ist echt heftiger Natur. Wir haben nichts mehr zur Verfügung. Also wir müssen sie trotzdem irgendwie bunkern können. Es muss doch irgendwie möglich sein hier. Wie spät haben wir es denn gerade? Okay, langsam wird es auch für mich Zeit, dann aufzuhören. So, hier wir. Und wunderbar hier rein. So, ein Apache, wenn ich bin darf. Der darf hier nämlich aufräumen. Während die hier wunderschön hier rausschießen. Das passt soweit schon. Das passt richtig gut sogar. Oh je, okay, Moment. So sieht man rein gar nichts mehr. So, nein, ich wollte gerade sagen, ihr bleibt hier stehen. Der darf hier runter rumschießen. Es ist mir sowas von egal, in welche Richtung. Er darf den Platz auch frei machen. Er soll einfach nur... Er soll helfen. Ab nach da hinten. Los geht's. Jiha, Feuer frei. Ich würde sagen, hier, den hast du jetzt niedergewalzt. Also darfst du auch gerne den Rest niederwalzen. Ich sage nicht mehr... Oh, Hallöchen. Okay, ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz hier für Sicherheit sorgen. Dass wir sagen. Upp, halt, 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 halt. Dass zumindest hinter uns keiner so eben mal ums Eck rum rein kann. So, passt. So. Ab nach da hinten. Angreifen. Immer schön weiter angreifen, okay. So, ihr müsst natürlich aktiv auch was mitmachen. Nicht nur einfach so rumstehen. Ihr müsst zeigen, dass ihr präsent seid. Präsent. Ja, dass ihr hier seid. So, nach und nach kriegen sie auch alles weg vom Fenster. Hier passt. Ja, macht zwar nicht so den. Was sagen. Einfach nur mal nochmal hinstellen. Es reicht. Es tut schon einiges an, Richter. Es geht nach unten. Was sagen, bitte nicht mal auf einschießen. Ein bisschen Aufteilung wäre auch nicht schlecht. Ja, aber gerade wenn er halt hier mit seinem Kicking-Angriff so quasi die Gegend unsicher macht, bringt mir das auch schon einiges. So, wir haben noch ein paar. Dann los damit. Ich sag nicht nein dazu, immer her nur, immer her nur. Das schießt alles. Na, der Großteil haben sie ja auch gut weggebracht. So, jetzt erstmal nach hinten gehen. Mach doch mal die da hinten noch vorhin fertig. 30 Jahre natürlich mit der Wenke kriegt man ziemlich viele kalt. Mit ziemlich vielen meine ich auch ziemlich viele. Wuhu. Eine Spur der Vernichtung und des Todes. Ich bin entzückt und verzückt. Ent- und verzückt, beides zugleich. So, hier drinnen. Und ich glaube, dieses Mal schaut das Ganze wesentlich besser aus. Mit Betonung auf wesentlich besser. Ah, echt mal darauf achten müssen, dass Insolvenz in der Region ist, die Leute wirklich, Insolvenz durch Fahrzeuge haben, in der Lage sind, auch dorthin zu gehen als Truppe. Wir hätten schon so viel früher so viel machen können. Aber okay. Für jetzt ein bisschen bin ich dankbar. Für jetzt ein bisschen, was wir reißen können, bin ich dankbar. So, angreifen. Die letzten 300 Niederwalzen. Ich würde sagen, bitte einmal flächendeckend alles abschießen. Da macht ihr nichts kaputt dabei. Und auch nichts falsch auf jeden Fall. So.
100 hier, hey, hey. Allein die, allein wie viel Munition bei solchen Erzeugungen drauf geht, das ist schon der Wahnsinn. Was sagen, wo sind denn die ganzen noch drinnen? In den Gebäuden zum Teil eigentlich. Ja. Geh mal nach da oben hin. Da kannst du auch noch ein bisschen was reißen, würde ich sagen. Die letzten paar so quasi. Und ihr geht mal nach da unten hin. Eieieiei. Eieieiei. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, so wie es ausschaut. Okay, und er ist weg. Wir haben noch unsere Standardjungs so quasi gerade hier. Aber die sollten eigentlich ausreichend sein, würde ich mal behaupten. Die werden gut vom Lärm angelockt. Aber sowas von. So, hier nochmal nach hinten. Hier nochmal hin. So, jetzt da. Macht sie für uns fertig. So gut, wie es nur irgendwie geht. Hey, hey. Okay, ins Minenfeld sollten wir vielleicht nicht reinlaufen. Das muss nicht unbedingt sein. So, was haben wir hier noch als da? Haben wir auch noch überall noch welche da? Ich bleib mal auf Infrarot, wenn du es nennen wollt. Keine Patsche mehr da. Nichts und niemand mehr. Und jetzt muss ich kurz gucken. Weil das war ja ein Minenfeld. Das wäre jetzt nicht so schön, wenn ich in eine Mine fallen laufen würde. Ich schätze mal, das dürfte eventuell sicher sein. Da ist niemand. Heißt, wir können wieder auf den Stützpunkt zurückgehen. Okay. Alles gut. Die letzten sind hier. Ja, sogar mit dem normalen M14. Oder hat doch gerade ein M14 was. Die amerikanische Standardwaffe so quasi. Kann er noch so einiges reißen. Aha. So, ich bitte doch darum. Die letzten paar noch von uns mitnehmen. Und jetzt wegradern. Haha. Oh Gott, ja, ich merke, ich bin auch ein bisschen müde. Ich bin auch ganz leicht müde, deswegen wird es nach der Mission noch einen Abbruch geben, weil ich kann gerade nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Das waren ein paar Versuche zu viel. Wir suchen auch ein paar. So, wo haben wir denn noch welche? Da. Sag mal, wo kommen die schon wieder her? Okay, du kannst mal das hier einnehmen. Ja, wäre das zu schön gewesen, wahr zu sein. Dann darfst du die letzten paar noch von uns niederwalzen. Genau, wo ist der andere? Der ist da drüben. Mit rein, rein. Und mein fertig. Yippie. Cheesy, meine Gutste. Das gibt bestimmt ein Level-Up für dich. Das muss einfach ein Level-Up für dich geben. 20 Millionen, 3 nach oben gegangen. Ja. Überall Level-Ups, wunderbar. Aber ich bin durch. Ich bin sowas von durch. Wir haben auf jeden Fall ziemlich viel wieder frei bekommen. Mit ziemlich viel meine ich auch ziemlich viel. Das war ein erfolgreicher Abend hier. Das ist das hier. Und Stamina. Ausdauer, genau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ausdauer ist immer gut. Genauso wie Accuracy. Haben wir sonst noch irgendjemanden gehabt in irgendeinem Trupp? Nein. Das heißt, an der Stelle kommt der kleine, aber feine Cut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei sein könntet. Dann geht es nämlich weiter und wir tun hier die gesamten Bereiche unten nach und nach befreien. Bis dahin macht es gut aber und tschüssele. Dann sind wir halt infiziert.